Laberschwarz-Kartoffel, ne? Ja, so ungefähr. Steht scheiße. Ich glaube, das täuscht. Nee, die steht scheiße. Hallo zusammen. Zunächst, ich wünsche euch im Namen des gesamten W&K-Teams ein wundervolles Jahr 2023 mit ganz vielen tollen Momenten, vor allem aber ganz viel Motorradspaß. Heute wollte ich euch kurz updaten, was wir 2023 hier so auf unserem YouTube-Kanal vorhaben. Zunächst, solltet ihr das noch nicht gemacht haben, abonniert doch bitte diesen Kanal, damit ihr kein Video verpasst und ihr würdet damit auch dem Kanal helfen. Und keine Sorge, wir fangen hier nicht an mit irgendwelchen Home-Stories beim Chef. Wir bleiben unserer Linie treu und konzentrieren uns auf Motorräder und deren Technik. So, was ist geplant 2023? Zunächst fehlt noch ein letztes Video aus der Marokko-Teneré-Reihe. Dietmar, der Besitzer von der blauen Rallye, zeigt uns noch in einem Video sein Werkzeug, was er dabei hatte, das Reisewerkzeug, also über das Bordwerkzeug hinausgehend und die Ersatzteile, die er dabei hatte. Und wir sprechen mit ihm darüber, welche Teile er beim nächsten Mal unbedingt mitnehmen würde und welche er nicht mehr mitnehmen würde. Dann haben wir die Teneré Marokko Reihe abgeschlossen. Gerade in Vorbereitung ist eine MT07 Reihe mit einem Kunden, Student, hat vor einem Jahr eine Gebrauchte bei uns gekauft. Der nutzt die MT07 überwiegend als echtes Fahrzeug, um zur Uni zu kommen. Der hat jetzt über den Winter so ein paar Ideen entwickelt, was er gern haben möchte. Scheibe, Hebelchen, kurzes Heck, all sowas. Und er braucht eine neue Batterie. Da hat er nicht gut aufgepasst. Da hatten wir extra ein Video zu, was man machen soll mit seiner Batterie über Winter. Die ist nun leider kaputt. Die braucht er neu und einen Ölwechsel machen wir. Das zeigen wir verteilt auf mehrere Filme. Dann haben wir einen Tracer-Kunden, der nach Skandinavien fahren möchte. Dort planen wir zu zeigen, was er so an Vorbereitung an seinem Motorrad macht. Wir prüfen die, machen praktisch einen 360-Grad-Check vorweg, um zu schauen, dass er da auch sicher irgendwo im hohen Norden ankommt und wieder zurückkommt vor allem. Und ich habe auch noch eine Geschichte, und zwar eine eigene Geschichte. Der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, ich fahre ja auch Teneré, die Grüne, die immer mal wieder Kandidat in unseren Videos war. Die habe ich verkauft. Und ich steige um auf diese schöne schwarze World Raid. Also es ist kein Zufall, dass die hier steht gerade. Da plane ich ein paar Umbauten, so ein paar übliche, aber vielleicht auch ein paar außergewöhnliche. Eine eher außergewöhnliche Geschichte seht ihr schon, goldene Felgen, finde ich umwerfend. Ich weiß, macht mich nicht 1 km/h schneller im Gelände, aber wollte ich unbedingt haben. Und da machen wir auch so eine kleine Teneré World Raid Reihe und zeigen euch mal, was man alles machen kann, probieren. Verschiedene Sturzbügel und Motorschutzplatten aus. Vielleicht gehen wir an den Kettenschutz ran. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, meine Teneré war grün, ob meine World Raid schwarz bleibt, das weiß ich noch nicht. Das werden wir herausfinden über diese Reihe. Was passiert jetzt noch Anfang des Jahres? Mitte Januar sind wir auf der Händlertagung von Yamaha in Spanien, in Andalusien, und können dort schon mal die neuen Modelle 2023 Probe fahren. MT07 hat sich einiges getan, bei der Teneré so ein paar kleinere Veränderungen, Display, LED-Blinker, die Tracer 9 GT Plus, auf die bin ich richtig gespannt, mit dem Quickshifter, das hatte die alte auch schon, aber mit diesem Abstandsregeltempomat, das will ich unbedingt mal ausprobieren, wie das so funktioniert, damit ich euch da dann im Frühjahr auch, wenn wir die Maschinen hier geliefert bekommen zum Verkauf, dann auch entsprechend erläutern kann und schon mal einen ersten kleinen eigenen Erfahrungsbericht euch geben kann. Apropos neu, was wir in Spanien auch machen werden, ist die Fahrräder von Yamaha Probe fahren. Das ist was ganz Neues. Jetzt kommt es auch nach Europa. E-Mountainbike, ein Gravelbike mit E-Motor und auch so ein Citybike Hardtail, was hier angeboten wird. Und wir sind einer der ersten Händler, die in Bälde mit den Vorführern bestückt werden. Bei uns könnt ihr die Probe fahren, ausprobieren, angucken und mit uns drüber sprechen. Ich fahre leidenschaftlich gerne auch Mountainbike. Ist also alles mit 2 Rädern, ist so mein Ding. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, in Spanien schon mal die ersten Meter auf einem Yamaha E-Bike zu machen. Dazu passend haben wir auch schon so erste Klamottenkollektionen bekommen, hier so Aufsteller. Das wird jetzt in den nächsten Wochen losgehen, dass ihr die bestellen könnt online und dass wir hier die Vorführer haben. Und dann informieren wir euch aber noch gesondert und machen da auch eigene Videos zu, wie ihr die zusammenbaut, was man beachten muss, Techniktipps, aber auch so kleine Fahrrunden hier rund um Gummersbach,
wo ihr sie gut Probe fahren könnt, werden wir euch zeigen und schön auf YouTube was vorbereiten. So, und bevor ich jetzt mich verplapper, ich bin ja der Laber-Hannes. Ich wollte euch eigentlich nur einen kurzen Abriss geben, was kommt als nächstes. Eigentlich müsste für jeden was dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und bleibt uns gewogen. Wir sehen uns.